Mit dem Film Die Venusfalle wurde Sonja Kirchberger Ende der 80er Jahre zum erotischen und zum gefeierten Star. Sie kam damit auf die Filmleinwand und startete eine eindrucksvolle Karriere. Doch nicht nur im Filmbusiness hat die Österreicherin aufgezeigt, vor einigen Jahren hat sie auch bei Let's Dance mitgemacht und die Herzen des Publikums erobert. Mallorca hat einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben. Ihr erster Mann, der hat hier gewohnt und auch jetzt ist sie wieder verliebt. Ihr neuer Lover ist allerdings 14 Jahre jünger. Jetzt ist Kirchberger unter die Gastronomen gegangen und hat hier in der Hauptstadt in Palma de Mallorca auch ein Lokal eröffnet. Wir haben mit der Schauspielerin und Neogastronomin gesprochen. Ich habe ja lange gesucht, Lokal, und habe kurz war ich davor aufzugeben. Gracias. Soll ich nochmal beginnen? Ich habe ja lange Lokal gesucht und war kurz davor aufzugeben und dann kam dieses Lokal eigentlich fast zu mir, weil ich das über einen Freund erfahren habe, dass dieses Lokal zu haben ist. Und das war meine Laufstrecke früher. Also ich wohne ja jetzt im Land, aber früher habe ich in Palma gelebt und das war meine Laufstrecke. Und da bin ich immer vorbeigelaufen und dachte mir, wow, das ist so entzückend. Es war aber kein Restaurant, es war so eine Tapasbar. Und ich dachte immer, das ist so entzückend, wenn, dann das. Aber das war, oh mein Gott, das hätte ich mir nicht mehr zu Ende träumen trauen, dass ich das irgendwie haben darf. Und dann plötzlich kam sie in mein Leben und es war für mich völlig klar, dass ich das habe. Also ich habe da nicht lange überlegt. Wie kam es genau dazu in der Gastronomie? Haben Sie einen besonderen Bezug zur mallorquinischen Küche oder generell zur Küche? Haben Sie immer schon gerne gekocht und aufgetischt? Also ich glaube, 25 Jahre hatte ich den Traum, dass ich Gastro machen möchte. Und das hat sich aber auch entwickelt, dieses Kochen und dieses Zusammenbringen von anderen Variationen und die Fantasie dabei, die man mit einbringen darf. Aber es hat sich verstärkt in meiner Beziehung mit Jochen Nickel in den 10 Jahren, der auch ein unfassbarer Kreator ist von Gerichten. Und wir haben in diesen 10 Jahren fast ein Ritual gehabt, dass wir durch irgendwelche Wetten, die der eine oder andere gewonnen hat, und der Gewinner durfte kochen. Wir haben uns ums Kochen quasi gestritten. Und da habe ich gemerkt, dass ich da eine große Affinität dazu habe. Aber gerne kochen heißt ja noch lange nicht, dass man deswegen Gastro machen muss. Ich wollte aber dieses Inszenieren von einer Atmosphäre. Ich finde, man geht aus 2 Gründen essen: zur reinen Nahrungsaufnahme zwischen 2 Terminen oder man möchte ein kleines Adventure, ein Abenteuer, eine Experience. Erwähnt, Premiere, Kritik. Gibt es da vielleicht auch Parallelen zur Theaterwelt, dass Sie sich immer wieder aufs Neue beweisen müssen? Das mussten Sie im Theater ja auch immer bei jedem Tag oder bei jedem Abend, bei jeder Vorstellung. Ich sehe eine ganz extrem große Parallele, nur dass noch eine Sache dazu kommt. Also im Theater muss ich mich beweisen und Sie als Gast schenken mir Ihre Zeit und Ihr Geld, weil Sie das Ticket kaufen. In der Gastro ist es wirklich so, dass Sie mir nicht nur Zeit und Geld schenken, sondern auch ihr Vertrauen. Denn Essen ist Vertrauenssache. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, wo die Lebensmittelindustrie so viel kaputt gemacht hat und es so viel totes Essen gibt, das wirklich keine Vitamine mehr hat, die durch die Werbeindustrie aber trotzdem so verkauft wird, als wäre es gut, der Mensch auch auf der einen Seite eine starke Bewegung ist, dass er ganz bewusst ist und sich dafür interessiert, auf der anderen Seite eine ganz starke Bewegung ist, die einfach alles glauben, was die Werbung sagt, wo man auch die Macht der Werbung sieht. Aber ich glaube, jeder, der reflektiert, der isst gewisse Sachen nicht mehr. Und ich bin aus sehr einfachen Verhältnissen und meine Mutter hat uns ohne Fleisch, ich nenne bewusst nicht das Wort vegan, weil dieses Wort hatte meine Mutter noch nicht, ohne Fleisch und ohne Milchprodukte sind wir aufgewachsen. Ich glaube, dass einfach ein Kilo Bio-Kartoffel oder das Wort Bio ist auch so strapaziert schon. Wir sollen einfach wieder einen guten Anbieter finden, dem wir vertrauen können. Aus dem Bier wird ja auch schon wieder Geschäft gemacht. Also das ist schon klar, dass der Mensch irritiert ist. Aber ein Kilo schöner Kartoffel kostet sicher nicht mehr als eine Packung Chips. Und daraus kann ich einfach nur schöne Salzkartoffeln machen mit einem Tropfen Olivenöl drauf und ich habe ein fantastisch gesundes Essen. Ja, soweit also die überaus sympathische Sonja Kirchberger, die also auch unter die Gastronomen gegangen ist. Ich werde die Zeit jetzt hier nützen und werde mir hier in diesem tollen Lokal auch etwas zu essen bestellen. Wünsche guten Appetit und damit wieder zurück ins Studio.